Mensch, Hochzeit! Oh, Fetti, Fetti, Fetti! Ist Hochzeit! Ist andere Leute knabbern an den Fingernägeln, wenn sie nervös sind. Der knabbert an seiner Mutter. Der knabbert an das, guck mal. Also hier nochmal. Für die Technik Interessierten unter euch. Übrigens hat die Einspritzpumpe jetzt hier einen neuen Rotor. Ganz neuen Rotor. Ja, damit ist das natürlich. Für die Technik Interessierten unter euch, wir haben hier Nissan TD27. Gebüxt und so weiter, habt ihr alle gesehen. Dann ist auch noch Kirmeskram, mit der Küttner fort. Dann haben wir bis hier, haben wir Toyota Hilux Surf, zweite Baureihe. Dann haben wir hier Nissan QD32 aus dem Nissan Urban. Ja, der Motor ist ja traditionell im Terrano drin in Deutschland, aber in Japan halt eben schon sehr, sehr lange in Pickups verbaut. Ne? Für den Turbo, der ist da dran, nicht so sehr für die Leistung oder Verbrauch oder irgendwie sowas, sondern das hat eher was damit zu tun, wenn man mit einem Saugerdiesel im Gebirge fährt, Leute. Und wenn man sowieso, weißt du, auf der letzten Rille unterwegs ist, so 2,5 Liter, 70 PS, da, wo die Dieselmotoren gesund, legendär und haltbar sind, ne? Da geht dem oben die Luft aus, verstehst du? So ein Mercedes 123er mit 2 Liter Dieselmotor, den musst du über die Alpen schieben, ne? Darum haben die den Turbo, das ist gar nicht so fett, aber eher. So, wir haben, warum haben wir das Toyota-Getriebe da dran? Ja, das gibt uns die Abtriebe, die wir brauchen für den Allrad in dem Land Rover Chassis. Ja, das gibt uns aber eine Bedienbarkeit wie jeder normale Wagen, also unheimlich leichte Bedienung. Wir haben die hydraulische Kupplung, die wird vakuumassistiert, ja, die kriegt einen Booster. Also ein Kupplungskraftverstärker, genauso wie ein Bremskraftverstärker. Dann die Gänge, die gehen auch von ganz allein rein. Im Land Rover ist das ja alles ein bisschen wie Traktor. Ne? So, das ist der Grund. Ne? Wir haben aber für das Projekt von Jörg, das ist eben sein Projekt, der wird jetzt in ein paar Jahren geht er in den Ruhestand und dann will er mit diesem Auto aktiv in Afrika leben und fahren, reisen, kurze Reisen machen und so weiter. Das ist sein Ding. Der kriegt ja auch nur die Grundausstattung. Und dann kann der da, der Mann ist Handwerker, der hält sowieso die Füße nicht still, noch nicht mal, wenn der hier auf Urlaub kommt. Da kann der da dann bauen bis im St. Nimmerleinstag, weil das Auto ist ja hoch. Guck mal gerade hier jetzt rein, wo er lackiert ist. Also auslackiert. Das ist übrigens die Endfarbe, für die wir uns entschieden haben. Aubergine. Aubergine und dann hier Top und Roof wieder im Original-Cremeton. Scheibenrahmen, seht ihr, der ist natürlich abgeklebt, weil der wird nicht Aubergine. Wir haben die Karosserie wieder hingekriegt. Also für den Land Rover sind da sehr wenig Macken drin. Manchmal sehen die ab Werk schlimmer aus. Aber ich glaube, ich werde den trotzdem in diesem Steinschlagschutz bzw. Raptor-Lack für YouTube lackieren, weil ich habe jetzt festgestellt, hier ist der zum Beispiel drauf, ne? Hier unten, seht ihr, habe ich bis hier lackiert und das ist wirklich, das Zeug ist derart solide und abriebfest, ne? Dann macht mit so einem Land Rover macht das für mich total viel Sinn, weil man dann mal so durchs Gebüsch brettern kann und so weiter, ne? Stell dir mal vor, da kommt ein Kratzer im Mercedes. Ne? Da ist ja quasi das Ende. Ne? Das kannst du auch, musst du auch neu lackieren. Aber hier, wenn ich den jetzt mit diesem Raptor-Zeug strukturiere, Aubergine mit Creme, ganz normale silberne Räder, dann stellen wir den auf 57, 16er Reifen. Hier, ihr seht ja, das ist genug. Satt und genug. Die dicken Ballerreifen haben auch nichts mit Geländegängigkeit oder so zu tun.
Da geht es mehr um Aufpressdruck, Sand, Matsch und so weiter. Ne? Aber beim Matsch ist dann auch wiederum so ein Zwischending, weil du brauchst Grip und Aufpressdruck. Es nützt dir nichts, wenn du mit einem 1 Meter breiten Reifen auf einer Eisscholle anrotieren bist. Ne? Das nützt nichts. Da brauchst du was, was reinbeißt. Sein ab, cut in hier, Safari Rally, 1983-84, VW Golf, Weber-Team, W-E-B-E-A, or whoever was driving it, Salonen, Mika Salonen, any of those, ja? Yeah? Okay. Die letzten Kilometer dieser Rallye sind so hart wie die ersten. You know, they made us ineligible, cancel, sent me letters and everything again. Ich hatte euch so ein schönes Video gemacht, Leute, mit the world's fastest Indian, die schnellste Indian der Welt. Hatte ich auch extra noch dem Rufen, Dr. Tobo, habe ich extra gesagt, Rufen, guck dir den Film an, der ist ja auch in Deutsch übersetzt. Da ist er jetzt nicht so, sagen immer alle Schlaumeier, so Semi-Intellektuelle, die sagen immer, ja, in der deutschen Synchronisation fehlt mir dann, was weiß ich was. Driss verzählt, ne? Der ist in Deutsch gut, der ist in Englisch gut. In Englisch ist er vielleicht eine Nuance besser, weil der Anthony Hopkins halt eben da in seiner Muttersprache spielt und der macht ja einen Neuseeländer nach. Das ist, die haben so Umgangsform, good day mate, ne? So, aber guckt euch den Film an, Leute. Es gibt ganz wenig Filme, die so viel Motivation bringen und gleichzeitig, ja, dieser Burt Monroe für mich, das ist es. Der hat eine ganz, ganz, das ist eine reale Figur, reale Geschichte, keine Scheiß-Story-Rufen, ja, sondern das ist was, da kann man sich mal dran orientieren als junger Mensch. Ne? So, in dem Sinne. Wenn ich jetzt ja nicht, mal mit Film fange, dann ist aber ja, hey, Glück auf, ne? Ach so, ja, Hochzeit hier. Also wir stecken jetzt den Motor mit dem Getriebe da rein und dann baue ich mir die Motor- und Getriebeaufnahmen dahin, wo ich den Motor und das Getriebe haben will. Nicht da, wo es ursprünglich hingehörte. Weil ich habe mir hier zwar einen größeren Innenraum gebaut, indem ich den kompletten Fußboden rausgedengelt habe. So. Ihr seht übrigens hier, die Nähte sind ja noch nicht versiegelt. Ne? Das machen wir auch erst. Achtung Leute, aufgepasst, wenn die Farbe voll ausgehärtet ist, geben wir der Farbe mal ruhig so 10 Tage. Ne? Und dann kommt da erstmal ein Primer drauf, ein Haftgrund. Ja? Und dann kommt da erst Fugenmasse drauf, ne? Weil jetzt hier mit irgendwas drüber fliegen aus dem Baumarkt, dann ist schon wieder halbe Kram, ne? So, ich arbeite übrigens auf Bitumenbasis bis heute und müsste jemand kommen, der mir beweisen kann, dass das nicht das Beste ist. Wenn man keine zwei Komponenten geführten Polyurethanschäume verarbeiten kann, ne? So, also, dadurch haben wir jetzt hier super viel Platz im Tunnel, von vorne bis hinten, ohne Unterbrechung. Hier, guck mal, hier rein. Ne? Ja, ihr versteht das. Wir müssen nur irgendwie mit der Kardanwelle hinten irgendwie auf dem Differential auskommen. Dann haben wir gewonnen. So, deshalb kann ich mir das erlauben, dieses Geschlurre hier, den ganzen Motor, der ist ja sehr schwer, das habt ihr schon gemerkt, das ist ein Eisenturz. Eisenblock, Eisenkopf, Ölkühler im Wasserkreislauf im Block, homogene Temperaturen. Wir haben da ein ganz homogenes Ausdehnungs- und Schrumpfungsverhalten. Ich weiß, dass hier nur wenig Motorenbauer über sowas reden. Ja? Aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, genauso wichtig wie eure 2-3 Grad Winkel beim Anziehen oder 1,5 oder 10 Newtonmeter oder einmal mehr oder weniger, genauso wichtig ist das thermische Verhalten der Bauteile. Das ist nun mal so. Wenn ihr einen Alukorb habt und da ist ein richtiger Bremmel, so ein Lümmel auf einem
hochstabilen, womöglich noch Close-Deck Block und ihr fahrt da viel Leistung drin, dann entsteht da thermische Unterschiede und auch Unterschiede im Ausdehnungskoeffizienten der Materialien. Und dann werden Bolzen lang. Ne? So, hier ist das alles eine homogenere Masse. Ne? Das ist so, wie wenn du auf dem Kaugummi, wenn du drei verschiedene Kaugummi im Mund tust und nach fünf Minuten drauf rumkaust, jetzt hast du auf den Hund getreten. Du Tierquäler, ich zeig dich an. So, und jetzt können wir uns dann erlauben, hier die 180 Kilo quasi hier hin zu tun. Anstatt hierhin, wo die normalerweise beim Land Rover sind, direkt auf bzw. im Mittelpunkt der Vorderachse, stecke ich den jetzt hier bis hier hinten rein. Dann fährt das Auto auch ganz anders. Vor allen Dingen viel stabiler bei höheren Geschwindigkeiten. Das habe ich schon oft gemacht. Und die Leute, die sich auskennen, die wissen, bei so einem Land Rover 110, da ist eigentlich, bei 110 ist da schon eine Party, also bei 80, 90 hört der Spaß auf. Ne? Dann sind so viel Windeinwirkungen der Scheunmotor-Design hier, da hast du, da geht hin und her wie irre. Wenn du jetzt noch ein bisschen lange Federn drin hast, guck mal, der Nachlauf ändert sich ja in spitz mit lange Federn, wenn man den Radiusarm nicht manipuliert. Ne? Also ich erkläre das jetzt nicht an der Tafel, weil... Obwohl, ich habe so ein Gefühl, über echte Lenkgeometrie könnte man was lernen, der ein oder andere. So, aber eher. Durch diese Einzelanfertigung, die wir jetzt hier haben, durch das Design, das wir wählen, können wir uns das erlauben, das zu tun. Und das hat dann noch einen anderen Vorteil dann, der ist nicht zu unterschätzen im Alltagsbuschbetrieb. Der Kühler sitzt ein klein bisschen höher als der gesamte Wasserkreislauf vom Motor. Ja, und das macht uns zum Gewinner. Sein ein bisschen fettere Kamera, warte mal eben, machen wir mal dasselbe Gesicht auf Kamera. Same face on Kamera. Das Lukas nicht. Ja. Also Zainab und Josef. Ja, because I was making noise. Ja. Die sind wie die Königskinder. Sie konnten zusammen nicht kommen. Ne? Ist das nicht herrlich, so Politik in so ein kleines Team, wie ich hier habe? Ich frage mich, was machst du, wenn du so eine ganze Fabrikhalle voller Näherinnen vor dir sitzen hast? Ne? Boah. Kopfhörer an, ne? Wahrscheinlich schon ACDC. Ja, so, jetzt können wir jetzt hier noch ein bisschen zugucken bei der Hochzeit. Ja? Parallel habe ich dem Roy ist im Moped in Brand gegangen, beziehungsweise mir. Ich habe dem gesagt, guck mal da mit der Zündkerze. Und er saß mit seiner Zündkerze, saß er da und ja, er hatte ein kleines Feuer. Ist nicht viel passiert, hier ist das Moped. Aber der Kabelbaum ist im abgeraucht, ja? Und dann die Fuck-Leberwurst-Lackierung, da war ja so eine Fuck-Leberwurst-Lackierung drauf. So, die ist auch abgebrannt. Jetzt machen wir einen neuen Lack. Und diesmal tue ich den Shikiwara auf den Tank. Ne? Aber nicht, weil ich so ein super Künstler bin. Ich bin zwar Künstler, aber ich baue ja mechanische Kunstwerke. Ne? Die ihn auch tun. Gibt übrigens noch so Leute meiner Generation, ich will mal darauf hinweisen, wer dem Kind einen Namen gegeben hat mit seiner Popularität, der Andi Feldmann, Funktionspunk. Ne? Aber ich habe dem Allgemeinen den Punk nicht so, wie gesagt, ja, also. Leute, das ist nicht die Ölwanne für dieses Auto. Jörg, das ist nicht deine Ölwanne. Der bekommt eine Spezialölwanne. Wir warten noch da drauf.
die hat unten ein größeres, flaches Ansaugreservoir. Damit kannst du also extremere Steigungen fahren ohne oder Abhang rauf oder runter oder auch Hänge schrägschlagen, ohne dass der trocken saugt. Ne? So, aber das ist hier eine alte Ölwanne von mir und ich baue ja schon 30 Jahre mit diesem Motor. Jetzt guck mal hier. Ja, die Ölwanne, die hat voll gelebt hier. Hier war die mal in einem Auto drin, da hatte ich hier keinen Platz. Ne? Da musste ich mal hier so ein Stück rausschneiden. Dann irgendwann ist das mal undicht geworden, irgendwo aufgesetzt oder irgendwo reingeknallt. Dann muss ich dann wieder irgendwo mitten im Acker hier hart löten. Ne? Dann hier unten sehe ich gerade, da ist ein paar Mal was rausgefallen. Dann musste ich vielleicht hier, wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, Leute, aber boah, hier hat der voll aufgesetzt. Ne? So, dann musste ich hier wahrscheinlich was wegmachen. Ne? Und habe ich dann hier wieder dran gemacht. Seht ihr? Paranoia, nicht genug Ölvolumen. Ne? So, das war wahrscheinlich, habe ich diesen. Also das ist wahrscheinlich von vor 25 Jahren. So lange habe ich den schon hier in der Werkstatt liegen und so lange schraube ich den schon immer unter die Prototypen drunter, weil da kannst du ja drauf rutschen, den Motor. Der ist zu, da kommt kein Staub rein. Der hat natürlich hier kein Silikon, keine Dichtmasse, der ist nur trocken dran geschraubt. Ne? Aber du kannst ihn überall hinstellen. So, da wollte ich nur mal gerade erinnern. Oh, okay.